Exorzismen gibt es wahrscheinlich schon seit Menschengedenken. Der früheste dokumentierte Exorzismus fand etwa 713 vor Christus in Assur, im heutigen Irak, statt. Man wollte so das Böse aus dem Körper von Erkrankten vertreiben, da man für eine Vielzahl von Beschwerden keinen Rat wusste. Aus diesem Grund entstand der Exorzismus in fast allen Religionen, so auch im Christentum, in dem Jesus als erster Exorzist gilt. Gleich zwei Evangelisten dokumentierten, wie er einen Mann namens Legion, der sich nackt in einer Grabhöhle versteckte, von seinen Dämonen befreite. Als Ersatz für die menschliche Seele gab der Messias dem Teufel eine Herde Schweine, die sich daraufhin in einem nahegelegenen See ertränken, jedenfalls wenn man der Bibel glauben mag. Bei uns erreichte die Teufelsaustreibung im Mittelalter ihren Höhepunkt. Hier wurde sie als großes öffentliches Spektakel präsentiert. Die Exorzismen reichten von einfachen Massagen über Schläge bis hin zum Aderlass. Nur in den seltensten Fällen überlebten die Betroffenen. Nichtsdestotrotz wurden viele Exorzisten später von der katholischen Kirche heilig gesprochen. Obwohl heute nicht mehr vorstellbar, fanden Teufelsaustreibungen auch im 20. Jahrhundert nicht nur auf der Leinwand statt. Zwar waren die Ausführungen nicht mehr mit denen im Mittelalter vergleichbar, dennoch überlebten auch hier nicht alle die Prozedur. Das wohl bekannteste Beispiel in Deutschland ist Anneliese Michel, die 1976 nach 67 großen Exorzismen an Unterernährung verstarb. Große Veränderungen im kirchlichen Ritus wurden erst 1999 durch Papst Johannes Paul II. Erlassen. Als Neuerung ist vor allem die verpflichtende Teilnahme eines unabhängigen Arztes anzusehen, der die Prozedur überwachen muss. Das gilt natürlich nur für die katholische Kirche. Außerhalb findet man weiterhin extreme Praktiken.